Die Arbeit auf dem Bau. Ein Knochenjob. Nichts für schwache Arme. Manfred Buderer macht das schon seit unglaublichen 37 Jahren. Jeden Tag rauf und runter. Verrenken und verbiegen als Gipser und Stuckateur. Auf dem Bau, glaube jeder hat es mal im Rücken oder in den Knie. Es ist halt schon anstrengend. Das ist eins, was sicher ist. Das kannst du nicht vergleichen mit der Industrie, wo du an der Maschine stehst. Ist halt der Bau anstrengender. Mitte des Jahres soll das Mehrfamilienhaus fertig sein. Der Zeitplan muss eingehalten werden. Und die Mischpumpe braucht ständig Futter. Sonst hat der am anderen Ende keinen Putz fürs Bad. Danach wieder eins höher, zu seiner Baustelle. Also bis heute Mittag, meistens habe ich die 10.000 Schritte, dann irgendwann heute Nachmittag, bis um 2 rum, 2:30, 3, habe ich die 10.000 Schritte auf dem Handy. Da bleibt man fit. Und jetzt arbeiten sie täglich noch länger. Freitag dafür Ruhetag. 4 Tage die Woche Vollgas. Für einen Tag Pause. Manfred Buderer und seine Kollegen haben seit neuestem eine 4-Tage-Woche, arbeiten jetzt 36 Stunden statt 40. Die anderen Handwerker auf dem Bau können da nur mürrisch hinterher schauen, wenn Buderer und seine Kollegen sich schon am Donnerstag ins Wochenende verabschieden. Mit denen, wo ich gesprochen habe, die sind eigentlich wegen neidisch auf uns. Ob aber freitags immer frei auch dauerhaft funktioniert, erstmal ein Experiment für ein Jahr. Und eine noch etwas skeptisch betrachtete Revolution für die Baubranche. Ich war auch ein wenig verwundert, wo das der Chef angesprochen hat. Hab gedacht, das gibt's neu in der Industrie, aber das gibt's halt auch auf dem Bau. Und eigentlich, ich find's cool. Im künftigen Schlafzimmer kurz mal aufwärmen. Der einzige Raum mit einem Mini-Heizkörper. Kuschelig, gell? Und das ist der Chef, der das neumodische Arbeitsmodell eingeführt hat, damit seine Mitarbeiter sich von der Arbeit erholen können und um neue anzulocken. Ein Vorbild für andere? Schauen wir mal, wie es bei euch läuft. Und dann überlegen wir uns, ob wir das auch machen. So, also das ist so sehr durchwachsen. In der Resonanz, die einen finden es recht positiv, die anderen stehen dem eher ein bisschen kritisch gegenüber. Sie finden es auf jeden Fall super, dass ihr Besitzer jetzt mehr Zeit hat. Manfred Buderer hat in Freiamt einen eigenen Hof, betreibt zusammen mit seiner Familie Landwirtschaft im Nebenerwerb. Das bedeutet mir viel. Also, ich bin eigentlich richtig stolz drauf, dass ich sowas hab. Sohn Frederik hilft seinem Vater so gut es geht. Nicht nur die Kühe freuen sich. Der freie Freitag ist ein Geschenk für die ganze Familie. Weil ich einfach merke, er kann sich auch besser mit einbringen. Wenn es mal um Fahrdienste geht für die Kinder oder auch mal schlichtweg einkaufen oder einfach auch nur mitzukriegen, was daheim läuft. Sehr erleichtert für mich. Also das ist super. Also ja, ich bin wirklich begeistert. Also für mich ist das das Beste, was eigentlich passieren hätte können. Nach seinem zweiten Job hat aber auch Manfred Buderer dann endlich mal Feierabend.